einleitend. Ich habe seit dem Jahr 2000, also seit der Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich, seit die Realität unübersehbar und sich vordrängend dargestellt hat, ein Institut gegründet, das nur ich bin und das sich nennt The Institute for the Critical Study of Austrianness. Und es ist nun so, Sie leben ja hier in einem Paradies der Intellektualität, weil, ja, Sie haben zumindest, haben Sie die Diskussion, Sie haben einige Publikationen, Sie haben, und Sie haben ein Umfeld und wir sitzen ja hier auch zusammen und es ist eine Möglichkeit, etwas vorzulegen. Das ist in Wien nicht der Fall und die Vertouristisierung unserer Welt hat ein ungeheures Ausmaß angenommen und wirkt, ist etwas, was die Lebenspraxis mittlerweile beeinträchtigt und eigentlich eine oder einen zu einsamen macht. Und deswegen dieses Institut, das im Internet ein bisschen geführt wird, ich bin da nicht rasend genau und auch nicht sehr buchhalterisch begabt, also es werden Artikel veröffentlicht und dann wird was Neues geschrieben oder nicht. Und es ist der Versuch, sich dem Komplex der Erbschaften, die ja nun von sehr lange her kommen, anzunähern. Und ich lege Ihnen jetzt einen Text vor, der wieder ein neuer Beginn ist. Und jedes Mal, wenn so diese Fragen auftauchen, ist es jedes Mal ein neuer Beginn und jedes Mal auch von einer anderen Seite her aufgerollt. Und es ist immer Angstbewältigung. Und in dem Sinn möchte ich das jetzt Ihnen vorlegen. Rechts, das ist eine Männlichkeitskonstruktion, die ihre Überlegenheit aus einem wahnhaften, meist territorialen Gründungsmythos herleitet. Es ist die Abstammung, die Herkunft, die die Grundlage der so hergestellten Männlichkeit ist. Blood and Honor nennt sich die Gruppe, die in Thüringen die Nazi-Aufmärsche organisiert. Blut, das beschreibt den Abstammungsmythos, Ehre bezieht sich auf die Notwendigkeit, die Überlegenheit zu demonstrieren. Die Verwendung der englischen Sprache wird einerseits eine Tarnung sein, die sich das deutsche Blut und Ehre der SS-Parole überzieht. Gleichzeitig kann sich die Gruppe so in die internationale rechte Szene einklinken. Sprachlich geht das so. Blut und Ehre, das kann nur Männer von da, von diesem Ort da beschreiben. Deshalb sind diese Männer von da im Besitz des Anspruchs auf Macht. Macht haben dann diese Männer, weil sie Männer von da sind. Männer von da sind also Männer von da. Männer sind nur Männer, wenn sie Männer von da sind. Das Subjekt und das Gleichsetzungsglied und das Subjekt des Bedingungssatzes addieren sich in der Repräsentanz eines einzigen Substantivs Männer. Es ist nicht so sehr weit von Blood and Honor entfernt, wenn Sie zum Beispiel die Bild-Zeitung hernehmen. In der Bild-Zeitung geht es um eine Balance der Angstbeschreibung. Du wirst alles verlieren und nichts wird dir bleiben, nicht einmal der Sex. Mit der fiebrigen Beruhigung, die aus der Masturbationsfantasie des Bildgirls entsteht und aus der heraus die durch die Bildzeitung mit jedem Text und Bild in Frage gestellte, von allen Seiten bedrohte deutsche und heterosexuelle Männlichkeit wieder positiv fixiert wird. Das Ergebnis jeder Bildzeitungslektüre ist ein Gefühl von Beraubtheit. Etwas ist einem genommen oder wird einem genommen werden. Alles, was ein glückliches Leben bedeutet, Geld, Benzin, Familie, Liebe, Nahrung, Urlaub, Bier und Sex. In inneren Ableitungen werden in jeder Bildzeitung mit jeweils verschiedenen Schwerpunkten der Verlust der Befriedigung vorausgesagt. Um nicht ein endgültiges Gefühl von Verlust und damit ein Verlorensein zu provozieren, werden zwei Ebenen eingeführt. Zum einen ist das Bildgirl immer da, auch dem beraubtesten Mann als Masturbationsvorlage zu dienen. Solange dieser Mann die Bildzeitung liest, wird er also immer in seinem Selbstentwurf ein Mann bleiben können. Zum anderen werden ab der Seite 4 oder 5 Lebenshilfeangebote ausgebreitet.
Immer sind es die allerbesten Experten, die aus Schuldenfallen, Gesundheitsproblemen, Konsumentenschwierigkeiten, Kaufentscheidungen, Sexualproblematik heraushelfen. Die Deutschheit, die in jedem Text mitkonstruiert wird, ist also männlich und heterosexuell. Die sexuelle Freiheit ist beschränkt hier auf den deutschen Mann. Diese Deutschheit braucht rassistische Abgrenzung gegen andere. Diese Abgrenzung erfolgt scherzhaft, in dem besonders widerlichen Ton, dass die verachtete Person bitte auch noch über die Verachtung mitlachen soll und so die Verachter vor sich selber freisprechen. Ich beziehe mich hier besonders auf die bei der Europameisterschaft angebrachten 36 Thesen, warum die Ösis nicht können. Nicht, dass ich die österreichischen Männer verteidigen möchte, aber es war schon wirklich der Katalog des Rassismus, der da ausgebreitet wurde. Ich fand das sehr interessant. Bei der offiziellen Konferenz Sound of Europe zur österreichischen EU-Präsidentschaft am 28. Jänner 2006, das ist schon wirklich alles sehr komisch, Sound of Europe, sagte der Dirigent Franz Welser-Möst in seinem Impulsreferat, Zitat Anfang: Wenn wir unter Europa die abendländische Kultur verstehen, dann stellt sich uns die Frage, welchen Stellenwert Mozart in der abendländischen Kultur hat und weiter gefragt, was die abendländische Kultur ausmacht. Unter den Künsten ist die Musik die eigenständigste und höchst entwickelte, die von der abendländischen Kultur hervorgebracht wurde. Dichtung und Malerei, sie gibt es auf höchstem Niveau auch in anderen Kulturen. Zitat Ende. Franz Welser-Möst ist heute einer der Direktoren der Wiener Staatsoper. Solche Wortwahl und solche grammatisch-stilistische Positionierung der Affirmierung der Überlegenheit des Abendländischen als Antwort auf die Frage, was denn die höchst entwickelte Kunst sein könnte, ein solcher Gebrauch der Sprache bleibt uneingesprochen, weil rechts, das sind die Hooligans in den Wehrsportgruppen mit den Hakenkreuzbinden. Bei der Konferenz in Salzburg, bei Sound of Europe, es stand niemand auf und ging wenigstens weg. Ich denke, der in der DDR anders als christlich sozialisierte Mann stellt eine ähnliche Provokation dem westlich geprägten Bildzeitungsideal der deutschen heterosexuellen Männlichkeitskonstruktion gegenüber dar. Die Frage ist doch, wie wir die DDR und die andere Geschlechterpolitik da in Erinnerung behalten. Wie sieht die offizielle Geschichtsschreibung das heute? Ich könnte mir vorstellen, dass der Anpassungsdruck, der auf die ehemalige DDR ausgeübt wird, die Erinnerung an diese andere Handhabung der Geschlechterpolitik auslöscht. Was tun? Wenn ich höre, dass bei der Ausstellung 60 Jahre, 60 Bilder im Gropiusbau hier in Berlin, wenn da bei einer Diskussion eine Frau aufsteht und fragt, warum keine Frauen ausgestellt sind, wenn dann diese Frau erstens gebeten wird, beim Thema zu bleiben, und das wäre die Kunst und die Zeit und nicht die Kunst und die Frauen. Und außerdem, Frauen wären in der bildenden Kunst eben nicht zu finden. Wie gesagt, Macht kann sich nur in Zirkelschlüssen beschreiben. Wenn sich in so einem Fall keine andere Person findet, die ein solches Begehren unterstützte und den Zirkelschluss über die Frauen in der bildenden Kunst offenlegte, wenn die Frage nicht gestellt wird, warum keine Frauen in dieser Ausstellung repräsentativ vorgeführten Westkunst zu finden sind, dann stellt sich doch ausführlich dar, dass die Sprache, die diese Zirkelschlüsse entlarvte, dass diese Sprache nicht zur Hand ist. Für die Offenlegung des Problems reichte der derzeitige Stand unserer Sprache aber durchaus. Es genügte das Verlassen der Gründungsmythos des Geschlechtlichen dafür, dass in dieser Ausstellung keine Künstler oder Künstlerinnen aus der DDR ausgestellt worden sind, führt die Argumente der Ausgrenzung in eine zweite Ebene. Was tun? Für eine Welt, in der demokratische Geschlechterverhältnisse entwickelt werden, und solche Verhältnisse müssten je weiterentwickelt werden, richtige Demokratie ist ja ein je neu zu überlegender Zustand und kann immer nur provisorisch erreicht werden. Richtige Demokratie spiegelte ja das Leben als eine Fortsetzung von Augenblicken und begibt sich der autoritären Sicherheit eines alles überwölbenden Gründungsmythos. Richtige Demokratie benötigte eine je neue Sprache, die je neue Konstellationen reflektieren vermag, aber eine solche Welt beruhte auf einer ganz neuen Sprache, von der wir nur wissen, dass sie möglich sein müsste.